This year by Revelations 2. Heiliger Wimper, ist mein Leben geil! Sie hat eine Nadel in mich gesteckt? Ich aktiviere das Virus. Claire, kommt drauf aufs Dach! Guck, wir sind die Schwestern. Oh, mein lieber kleiner Gregor. Nicht schummeln. Claire, das Mädchen ist weg. Moira wollte zu diesem Turm gehen, als ich bei ihr war. Barry, es ist direkt da vorne. Ich habe auf dich gewartet. Stopp. Na, das nenne ich mal ordentliches Einparken. Ich und Moira wurden hier getrennt. Der nette Mann hat mich geholt. Zwei Maskers. Nein, keine Spur von ihr. Was ist wohl passiert? Moira, schau. Hier ist eine Nachricht. Da steht, geht zur Fabrik. Und auf einer Skala von Schwachsinn zu glaubhaft? Sie ist von Neil. Sie ist echt. Und somit herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Revelation 2. Danke fürs Einschalten, ich wünsche euch viel Spaß, meine Gaming-Freunde. Und ich würde sagen, mit den sexy Damen geht's erstmal los in die Geschichte weiter. Ich weiß noch nicht, wo wir hin müssen, aber ich gehe einfach mal schnauzefrei nach vorne. Was ist denn dieser blaue Punkt da überhaupt? Ich muss mal eben gucken. Haben wir irgendwo eine Karte hier? Gar nichts? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Naja. Wir laufen mit X, genau. Ich glaube, es ist der falsche Weg, oder? Warum sollten wir auch den entgegengesetzten Weg gehen, wo wir gekommen sind? Das ist ja falsch. Also müssen wir eigentlich da oben rein. Also Barry kann länger laufen wie ihr. Das ist ja deprimierend. Meine Damen, habt ihr keinen Sport? Habt ihr keine Leistung? Traurig, traurig. Hier müssen wir in Mäuse rein. Aber es geht ja nicht. Also kann es nur sein, dass wir hier... Vielleicht hat sie sich versteckt. Wir können auf dem Weg nach ihr suchen. Leute, ich bewege mich jetzt nach links, ne? Links, rechts. Das mache ich alles, ohne dass ich die Taschen abhalte. Da, wo ich hingucke, bewegt Moira oder Moira ihre Taschen ab hin. Das ist schon schön gemacht vom Spiel. Von den Herstellern. Es ist die andere Sache. Wo müssen wir hin? Da können wir nicht hin. Da oben können wir nicht hin. Ja, wo müssen wir denn hin? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Kann doch nicht sein, dass wir eigentlich zurückgehen müssen. Das ist eigentlich falsch. Aber wenn doch... Nee, müssen wir nicht. Ja, wo müssen wir denn hin? Kann mir jetzt denn keiner sagen hier? Verstehe ich nicht. Du bist so langsam, dass du nicht voran kannst. Das ist klar, dass du es nicht schaffst, denn du hast keine Ausdauer im Arsch. Vielleicht hier lang? Also ist ein Zaun, alles Klärchen, ich verstehe schon. Wir müssen doch hier lang. Mädels, was ist denn los mit euch? Hier, bisschen Rabauzi... Aha. Alles klar. Also, Claire, warum würde der Boss hierher kommen?
Weiß nicht. Neil hat seinen eigenen Kopf. Nochmal zurück, Leute. Habt ihr das gesehen? Wer auch nicht, ne? Es ist ja eindeutig, das ist klar da oben, dass man das nicht übersehen kann. Jetzt ist die andere Frage, wie komme ich da ran? Treffe ich das von hier? Ich habe kein Aiming. Meine Patronen sind mir wichtig. Ach, scheiße, Mann. Auf jeden Fall geht das schon mal. Bis dahin. Komm schon. Ja, Mann. Das war ein Pistolenschuss. Das ging mal richtig durch die Latten durch. So dass die Latten gebrochen sind und wir am Rappeln waren. Fata Morgana, glaubt da nichts, was da zu hören ist. Alles ganz normal. Hier ist alles ganz easy. Alles stinkt normal. Wie alles andere auch hier. So, wo können wir jetzt lang? Die Tür ist zu. Komischerweise. Von wem auch immer. Und hier lang müssen wir. Willkommen im Kierling, wo alles sein Ende findet. Die schon wieder. Als hätte sie überall Augen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Sei vorsichtig. Ja, ich weiß schon, was nicht stimmt. Wir sind Türen. Wir müssen irgendwelche Sachen erledigen. Irgendwas finden. Ja, und das ist unsere Aufgabe. Aha. Alles klar. Was ist denn das jetzt? Mister. Das gehört Neil. Ja, nimm's doch. Prometheus, der für den Götterraub an einen Felsen gefesselt wurde. Sehr schön. Wo ist Neil? Wenn ihr ihn wiedersehen wollt, müsst ihr dem Schafott der Götter trotzen. Wir müssen uns beeilen. Neil braucht mich. Er braucht dich? Suchen wir drin. Ja, du brauchst ihn. Du möchtest eine Runde richtig Liebe machen. Verstehe ich schon. Denn sonst sagst du... Du brauchst ihn? Er braucht dich? Warum das denn? Warum nicht uns beide? Ja, im Duo. Das ist so schlecht im Dreier, ne? Im witzigen Format. Nicht, dass ich hier noch Ärger bekomme, was ich hier sage. Ganz stillschweigend für uns behalten wir das. Ich hoffe mal, kein großer Kerl kommt auf mich mit einer Axt oder so und macht mir das Leben zur Hölle in Resident Evil Revelations 2. Das wäre es ja heute noch. Wo geht's denn hier noch lang? Die Tür ist zu? Ah, ne, die ist offen. Ah, ich lach auch mit dir, mein Freund. Hier, hau mal einen über rüber. Hau den richtig in die Fresse. Oh, du Stück Scheiße, Alter. Bist du Scheiße, Mann? Du kriegst auf die Schnauze. Was für Danke, hau den in die Fresse ein. Mach ihn Dampf unter ne Haube. Ja. Bam. Genau so will ich das sehen. Genau das wollte ich sehen. So. Moira, du gehst jetzt voran und du machst das ganze Ding hier. Was war das? Leute. Was war das denn? Entschuldigung. Bin unterwegs. Ich komme. Ein Hals ist kaputt. Fast schief gegangen. Will jemand Nackensteaks? Frische Steaks! Ganz umsonst hier im Laden. Frisch von der Sorte. Wer hat Lust? Wo geht's denn hier lang? Ah, eine leere Flasche, alles klar.
und eine Verarbeitungstür, die geschlossen ist. Ist eigenartig. Ich habe Angst, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr. Nee, ich will hier nicht hin. Hä? Hey. Was will er von mir? Oh no. Halt mal die Schnauze, du Russe. Tut mir leid. Aber ich muss hier was horchen. Ich habe so das dumme Gefühl, dass hier irgendwas ist. Hier ist gar nichts. Komischerweise. Hm. Eigenartig. Naja. Wo geht's denn hier lang? Ach so, einen Schlüssel brauchen wir. Der Typ da. Ich glaube denn unseren Schlüssel. Jetzt ist meine Frage hier. Genau das, was ich nicht machen möchte. Das muss ich wahrscheinlich tun. Moira, such mal ein bisschen. Genau, sowas hier. Das brauchen wir. Ganz dringend. Eben wechseln. Nachladen. Sicherheitshalber. Und wechseln. Weiter geht's. In frischer Untersuchung. Waren wir eben nicht schon? Oh nee. Nee. Oh nee. Okay. Du hast ja gewonnen. Ich mache es ja schon. Ich würde sagen. Bams, mein Nigger. Gute Nacht, du Affenkopf. Ja. Wenn du so laut atmest, mein Freund, dann ist es kein Wunder, dass ich dich höre. Oh! 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 Wow! Mutierende Spritzer hier unterwegs, oder was? Du aktiver Spritzer. Ey, das ist ja widerlich, Mann. Da steht der nochmal auf und haut hier richtig ein auf Semmel, sagen wir mal. Ich mit meinem Wort mit diesem Semmel. Ja, das ist irgendein Ausdruck. Weiß auch nicht, was das heißt. Müssen wir noch ein Stockwerk höher? Ich hatte Stockwerk gesagt oder Stockwerk? Natürlich musste die Fabrik eine abgefuckte Fabrik sein. Ja klar. Was erwartest du? Ist das die Tür, wo wir hergekommen sind, oder? Was ist das hier? Ja, war ja klar. Die Tür ist einfach mal zu. Ich weiß es echt nicht. Was ich hier machen soll, wo das Ganze hinführt. Und was unser Ziel ist. Auch zu. Ja, nice. Was soll denn das? Ich will eine Tür öffnen. Ein Retina-Scanner in einer Fabrik? Verdammt nochmal! Du nuschelst mit der Lippe. Das sieht aus, würdest du gerade mampfen. Da kam ich vorher nicht drauf auf die Idee, ne? Gesichter sind besser mausetot. Alles klar. Die Arschgesichter sind besser mausetot. Ja. Oh! Hilf mir! Ja, Mann! Bam! So schnell geht das, mein Freund. So, das übergeben wir eben mal. Dann lese sie natürlich schnell nach. Oh oh. Nee. Und schau leben. Tja. Arschkarte, du aktiver Spritzer. Mensch, Mensch, was ist das denn? Aha.
Das kann man alles öffnen. Genialer Scheiß. Wunderbar. Weiter geht's. Was haben wir noch so? Irgendwelche Schränke zum Öffnen. Ja, klar. Ja, wunderbar. Da nichts drinne. Nee, auch nichts drinne. Und auch nichts drinne. Und hier? Komm mal auf hier. Ah, auch nichts drinne. Na herrlich. Und hier? Auch nichts drinne. Noch ein Schrank? Nein. Oh! Kommt der denn her? Du aktives Stück Scheiße. Friss das, du Hornochsenviech. Der hält da nicht viel aus. Mensch. Was ist mit denen denn los gewesen? Ein paar Schläge von Frauen und der ist tot. Ha. Was haben wir hier? Auch nur eine. Der steht doch leicht wieder auf. Das weiß ich doch. Dann spritzt er hier rum, der Typ. Was haben wir eigentlich hier? Hier ist nichts. Gar nichts. Mann. Außer nur eine Falle. Was nützt mir das denn hier? Ja gut, Leute. Anscheinend wollen wir nichts finden hier, würde ich erstmal sagen. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis hierhin. Danke fürs dabei sein. Danke fürs Mitfiebern. Bis zum nächsten Mal bei Resident Evil Revelations 2. Haut rein und ciao.